Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück hier in unserem Mountainpark. Beim letzten Mal haben wir ja diesen Bereich hier so gebaut und heute in der heutigen Folge möchte ich auf jeden Fall schaffen, ein neues Gehege zu bauen und wir müssen mal gucken, wo wir das hinmachen. Und was noch ganz wichtig ist, das habe ich auch schon in der letzten Folge gesagt, dass wir das Ganze noch so ein bisschen bergiger aussehen lassen. Ich meine, hier ist schon, Höhenunterschiede sind schon vorhanden. Hier ist eine Höhe, hier ist eine Höhe, hier ist eine Höhe. Aber wir müssen einfach noch ein bisschen höher allgemein hier in der Mitte des Parks werden, denke ich, damit das auch alles wie so ein Berg aussieht, aber das ist alles nicht so einfach, weil halt durch so Erhöhungen sehr viel Platz verloren geht. Ihr seht das ja hier. Dieser Höhenunterschied ist einfach mega krass. Ich glaube auch nicht, dass ich hier einen guten Weg nach oben bauen kann. Wahrscheinlich muss ich da mit einer Einschiebbahn nach oben arbeiten. Aber vielleicht können wir hier ja auch schon höher machen. Also ich bin halt hart am Überlegen, weil sonst sieht das alles ein bisschen zu flach aus, so wie ich das hier geplant habe. Ich meine, hier hinten ist natürlich schon nice, dass es so hoch ist. Aber ich glaube, wir müssen allgemein hier noch höher gehen. Ich bin mir da aber noch nicht sicher. Also wir müssen mal schauen, was wir heute machen. Aber das sind die Ziele für heute. Also wir wollen auf jeden Fall ein Gehege bauen und wir wollen das Ganze noch ein bisschen bergiger aussehen lassen. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt an die Arbeit. Ach so, bevor ich es vergesse, unsere neuen Mitbewohner, die beiden Polarkantusse, die haben sich sehr gut eingelebt hier. Haben aber noch keine Namen, das machen wir am Ende der Folge. Ihr habt wieder mega viele Kommentare geschrieben und ich verrate euch, wer es am Ende geworden ist. Aber ich würde sagen, wir machen uns jetzt erstmal so ein bisschen an den Bau hier. Ich glaube, ich muss jetzt schon wieder fast diesen Bereich abreißen. Ich habe mir übrigens schon überlegt, ne? Also normalerweise braucht man ja diese drei Gebäude auf jeden Fall. Also so ein Entwicklungslabor mit einem kleinen Gehege, wo man ausbrüten kann. Dann das ACU-Zentrum, also das ist der Helikopter, damit man die Dinosaurier, die man ausgebrütet hat, auch rüberfliegen kann in die jeweiligen Gehege. Und natürlich das Ranger-Team. Ja, das brauchen wir gar nicht unbedingt bei den Sandkasteneinstellungen, die wir haben. Aber das Problem ist halt, wir werden einfach keinen Platz hier haben. Ihr seht das schon. Hier, ich habe zum Beispiel hier mal angehoben und ihr seht, wie viel Platz hier übrig bleibt. So ein kleiner Kreis. Also ich glaube, in solchen Ecken und sowas müssen wir wirklich auf die untere Ebene gehen. Vielleicht können wir ja auch hier nach unten gehen. Also einfach auf die Standardhöhe. Das wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen dauern. Genau, das Absenken und Erhöhen, das dauert immer saulange, gerade wenn man in hohe Höhen arbeitet. Deswegen werde ich da ganz, ganz viel rausschneiden, also nicht wundern. Aber vielleicht können wir dann lieber doch das auf diese Ebene machen, weil dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Und eventuell können wir dann in diese Ecke entweder diesen Bereich hier quetschen mit den Gebäuden oder wir lassen den komplett weg. Also das würde halt auch funktionieren. Dann müssen wir halt nur einmal die Dinosaurier alle ausbrüten und dann können wir das löschen und dann können wir die Dinosaurier in die jeweiligen Gehege dann fliegen. Also müssen wir mal gucken, ob wir das nicht komplett weglassen oder ob wir das da in diese Ecke machen. Das weiß ich noch nicht sicher. Aber ich werde jetzt erstmal so ein bisschen hier die Erhöhungen und so bearbeiten, mir ein bisschen was überlegen und dann bringe ich euch zurück und dann bauen wir ein bisschen weiter. Okay, Leute, ich habe das Ganze jetzt da oben abgerissen. Hab mir überlegt, ich mache das hier in dieser Ecke, weil diese Ecke ist halt wirklich einfach so ein bisschen, ja, die ist halt sehr abgeschirmt und wenn man hier erhöht, also das an den Berg anpasst, dann geht einfach viel zu viel Fläche verloren. Dann hat man nur noch so einen kleinen Kreis, wo man vielleicht einen Schutzraum drauf bekommt. Deswegen werden wir diese Ecke auf jeden Fall jetzt erstmal verwenden. Und hier so ein paar Menschen sind beim Entfernen leider noch übrig geblieben. Die laufen jetzt gerade eine Wanderung über die Berge zu dem nächsten Weg, glaube ich. Oh, die Armen. Wie kleine Ameisen. Da, da und da. Egal. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt hier an die Arbeit. Achso, was mir vorhin auch noch aufgefallen ist, das muss ich euch mal zeigen. Wie cool wäre es denn bitte, wenn man auch solche Flüsse machen kann? Wie hier hinten. Ich guck mal, dass ich mit der Kamera einigermaßen gut hinkomme. Das wäre mega geil, ne? Stellt euch das mal vor, wir könnten einen Bergpark bauen und dann wirklich das so aussehen lassen. Hier so Berge hoch, Klippen, dann so ein Fluss so mittendurch durch unseren Park. Ah, das wäre schon schön, ne? Es ist wirklich, wirklich schade, dass es nicht funktioniert. Oder der Berg da hinten, der sieht auch echt schön aus. Den habe ich auch mal für das letzte Thumbnail, glaube ich, benommen. Der sieht echt nice aus, ne? Schade, dass es alles nicht so geht. Aber wir versuchen das Beste auf jeden Fall draus zu machen. Jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken, ob wir hier alle Gebäude unterkriegen. Wahrscheinlich nicht. Das wird vom Platz her wieder super eng. Und ihr seht ja, das Gebäude ist schon mal so groß. Und man muss eigentlich noch mehr Platz einrechnen, weil dieses Gebäude braucht natürlich noch ein kleines Gehege davor. Dann kommt noch... wo sind die denn? Hier sind die. Die Ranger-Station. Und natürlich das ACU-Zentrum. Aber das sollte eigentlich genau passen, wenn wir es gut anordnen. Ich habe, glaube ich, auch in diesem Bereich schon mal in einem anderen Park, ich glaube, das war der Aquapark, habe ich auch schon mal so einen Bereich gebaut. Und ich würde sagen, ich platziere mal eben die Gebäude und dann schauen wir weiter. So, ich habe die Anordnung der Gebäude jetzt doch nochmal so ein bisschen geändert. Und jetzt müssen wir ganz viel mit Weg arbeiten, dass das cool aussieht hier. Ich überlege,
dass wir wieder diesen hellen Weg nehmen hier bei den Industriegebäuden. Warum nicht? Haben wir auf jeden Fall so ein bisschen Abwechslung mit drinne. Und das wird jetzt einfach ganz viel rumgebastelt hier mit Wegen und sowas. Werde ich vermutlich auch wieder viel rausschneiden für euch, aber so ein bisschen können wir jetzt ja erstmal den Anfang zusammen machen, damit ihr das auch seht, was ich hier so vorhab. So, das Stück habe ich gemacht und ich finde, das sieht schon ganz cool aus hier. Also gefällt mir auf jeden Fall. Jetzt müssen wir noch bis hier hinten rumbauen, weil ich habe die Wegverbindung hier hinten angrenzen lassen. Ich weiß jetzt gerade noch nicht, wie wir das genau machen am besten. Ich glaube, ich mache so. Also von hier aus so ein bisschen, genau. Und dann werde ich einfach, glaube ich, so ein Dreier mäßig und dann hier nach da hinten bauen. Also ich denke mal, das ist eine ganz schöne Lösung. Hier entlang. Und logischerweise auf der anderen Seite auch entlang gleich bauen. So hier entlang. So, mit Wegen ist das Ganze ausgekleidet und ich finde, das sieht schon ganz gut aus. Jetzt bauen wir noch ein paar Details ein, also so Bäume und vielleicht hier in den Zaun so ein bisschen was. Ein Tor brauchen wir, glaube ich, nicht drin, oder? Da können wir gleich mal gucken. Wie wir das Ganze später erreichbar machen, das weiß ich noch nicht genau. Ob wir das jetzt mit einer Einschienenbahn machen oder mit einer Wegverbindung, das überlege ich mir, glaube ich, erst später. Also wir lassen das jetzt erstmal so. Und ich würde sagen, wir bauen jetzt mal hier. Ich würde hier ganz gerne so ein kleines, ja, so eine kleine Durchguck-Area haben, wo man reingucken kann in das Gehege, sozusagen, wenn die Forscher mal irgendwas nachgucken müssen oder so. So ist zumindest der Gedanke dahinter. Macht zwar natürlich nicht keinen Sinn, aber ich finde es eigentlich ganz cool. Ich habe jetzt diese beiden Stücke da reingebaut, damit ich hier einen Trennpfeiler habe und hier einen Trennpfeiler, weil jetzt kann ich nämlich einfach hier ersetzen, das Stück, was ich haben möchte. Entfernen die wieder. Und jetzt habe ich hier so einen kleinen Guckbereich. Also finde ich ganz cool. Die Idee ist, glaube ich, schon nachvollziehbar, ne? Was ich damit bezwecken möchte. Hier würde ich gerne, glaube ich, doch noch ein Tor einbauen. Das könnten wir eigentlich machen. Ich mache es einfach hier direkt gegenüber von dem anderen. Immer auf diese Seite. Das ist jetzt schwierig. Wie mache ich das? Einigermaßen mittig ist jetzt die Frage. Ich habe hier das auch schon nicht ganz perfekt gebaut, sehe ich gerade. Ich glaube, ich muss hier nochmal überarbeiten, so ein bisschen. Aber ich werde jetzt erstmal hier das Ding platzieren. Möglichst synchron hiervon. Versuch's mal, wenn ich das so hier ranhalte, dann kommst du ja hin von der Breite. Versuch mal, möglichst gerade runter zu gehen. Okay, platzieren wir mal so. Und dann mache ich das hier nochmal eben ein bisschen schicker. So, das passt einigermaßen. Irgendwie ist das hier noch ein bisschen hügelig, ne? Muss ich auch nochmal eben überarbeiten, einmal so ein bisschen zumindest. So, und eigentlich macht es auch Sinn, dass ich hier den Zaun unter Strom stelle, weil, ich meine, man brütet hier auch mal was Gefährlicheres aus, ne? Also ist eigentlich echt sinnvoll, dass ich hier mal den Zaun einmal auswechsel mit einem Stromzaun. Und natürlich hier den Zaun auch. So, jetzt ist alles so mit Danger-Zeichen und Lampen versehen. Finde ich noch eine Nummer cooler. Ich würde ja eigentlich auch gerne hier noch eine Wegverbindung hinmachen. Das Problem ist immer an diesen Toren. Man kann halt nicht so nah daran bauen. Man muss halt so einen Abstand bauen und ich finde, dann kann man es auch fast gleich sein lassen, ne? Weil es sieht halt einfach nicht nice aus. Es ist echt schade, dass man hier nicht direkt ranbauen kann. Mit Wegen. Aber gut, noch geiler wäre es natürlich, wenn man durch diese Tore halt Wege durchziehen könnte. Das wäre richtig cool. Also, dass man hier so einen Weg durchmachen kann. Das wäre viel, viel nicer noch. Aber gut, ist halt, geht halt leider nicht. Aber unser Bereich sieht schon ganz cool aus. Wir machen jetzt, glaube ich, erstmal. Also entweder ziehen wir hier noch eine Mauer rum um den Bereich. Oder halt, wir machen Bäume. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Bäume. Schauen mal, wie das Ganze aussieht. Ja, das klappt ja super. Dankeschön fürs Abo. Wer auch immer das war, wird mir leider gar nicht angezeigt. Aber ihr habt es ja gehört. Ja, Bäume klappt hier herzlich schlecht. Das heißt, wir können vermutlich lieber einen Zaun da drum ziehen. Oder halt gar nichts. Müssen wir mal gucken. Ich probiere es mal aus mit einem Zaun, wie es aussieht. So, ich bin ein ganzes Stück vorangekommen. Hier ist jetzt schon ein Zaun entstanden. Ich habe hier den Weg auch nochmal rumgeführt. Den Zaun werde ich jetzt mal hier nochmal eben gemeinsam mit euch hier so ein Stückchen weiterführen. Und dann bin ich erstmal damit zufrieden, glaube ich. Wenn wir da später noch was ändern wollen, können wir es ja jederzeit tun. Der Bereich ist jetzt ja erstmal nicht so wichtig. Also eventuell, falls wir noch Platz brauchen später, würden wir den sogar noch abreißen. Aber ich denke nicht, dass wir diesen hier Platz hier noch besser nutzen könnten als mit so einem, ja, Industriebereich nenne ich es ja immer. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das das richtige Wort dafür ist. Aber ich denke, ihr wisst alle, was damit gemeint ist. Halt die Verwaltungsgebäude und sowas. Also ich denke, das ist schon eine ganz gute Lösung. Und jetzt machen wir mal eben hier den Zaun weiter. Schön am Wegrand entlang.
warum ich hier auf dieser Seite den Weg noch gebaut habe, das hat einfach den Grund, dass es irgendwie so ein bisschen, ja, kahl aussah. Und so sieht es alles so ein bisschen, ja, besser genutzt aus von der Fläche. Ich hätte auch noch hier so ein Stück Weg machen können, glaube ich. Das hätte auch ganz cool ausgesehen, aber das passt eigentlich. Ich würde auch sagen, dass wir hier nochmal parallel auch nochmal so ein Stück einbauen. Dafür mache ich mal einmal, dass wir ungefähr die gleiche Höhe haben. So, entfernen das Ganze. Jetzt haben wir nämlich hier halt diese Einrastpunkte und jetzt können wir hier perfekt unser komischen durchsichtigen Zaun einbauen. Und jetzt kann man auf beiden Seiten so ein bisschen durchschauen. Das ist doch ganz cool. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das hier verbinden sollten. Vom Zaun her. Und dann müssten wir wahrscheinlich so machen. Jo, das könnte man machen. Aber wenn dann logischerweise den Sichtzaun. Ich glaube, das machen wir auch. Dafür ist natürlich hier mein Einrastpunkt miserabel gesetzt. Machen wir mal so. Und ich hoffe, jetzt passt das hier auch. Perfekt. Und damit haben wir jetzt erstmal den Bereich soweit abgeschlossen. Also das passt erstmal. Sieht jetzt ja auch nicht schlecht aus, ne? Also sieht ganz gut aus. Die Wegverbindung und hier vorne mit dem Zaun und sowas, das machen wir dann alles später. Wobei ich hier den Zaun auch einfach noch ein Stückchen weiterziehen könnte. Das macht auch Sinn, denke ich. Habe ich dazu eine rangebaut? Ich glaube, ich habe dazu eine rangebaut. Müssen wir hier nochmal ein Stück entfernen. Aber das ist immer so ein bisschen Fummelarbeit. Wenn du einmal einen falschen Einrastpunkt hast, dann geht es halt nicht. So, das passt aber. Und dann ziehen wir den Zaun. Und das reicht nicht ganz. Machen wir einmal hier in der Mitte so einen Stützpfeiler. Und ja, hier geht auch wieder nicht. Machen wir erstmal so. Und damit ist unser Bereich erstmal abgeschlossen. Sieht doch ganz vernünftig aus. Ist, denke ich, eine ganz gute Lösung so. Und ja, vielleicht bearbeiten wir das später nochmal so ein bisschen. Aber ich bin jetzt erstmal zufrieden. Hier haben wir alle drei Gebäude untergebracht, die wir haben wollten. Und sehr kompakt. Sieht noch ganz gut aus. Und ich würde sagen, jetzt können wir endlich damit anfangen, hier so ein bisschen die Landschaft zu erhöhen und anzupassen. Und dann bauen wir endlich unser nächstes Gehege. Okay, ich habe jetzt hier nochmal einiges angehoben. Und ihr seht schon, das Ganze sieht jetzt viel mehr aus nach Berg. Aber es ist insane, wie viel Platz verschwendet ist, ne? Also guckt euch mal an, wie wenig Flächen wir noch haben. Wir haben hier eine Fläche, hier eine kleine Fläche. Hier oben, ja, hier habe ich gerade so ein bisschen hügelig gemacht. Hier können wir natürlich auch noch was rausholen. Hier eine Fläche. Und das war's schon. Und wie viel Platz einfach verloren geht, guckt euch das an. Von hier bis hier. Und das komplett hier drumherum. Also das ist wirklich, wirklich heftig. Das wird echt eine Herausforderung, hier noch ein paar Gehege unterzubringen und den Park einigermaßen groß zu kriegen. Aber es muss ja auch nicht immer ein großer Park sein. Ne? Es kann ja auch mal ein bisschen kleiner sein. Dafür dann hübsch. Und das werden wir jetzt versuchen. Als allererstes machen wir, denke ich mal, hier die Wegverbindung vernünftig. Und hier hinter noch so ein bisschen Zaun und sowas. Müssen wir mal schauen, wie wir das hier handhaben. Ich würde sagen, wir fangen an von dieser Seite aus. Machen das Ganze mal. Jetzt ist die Frage, wie macht man das hier am besten? Machen wir mal so. Und dann einfach ein bisschen in diese Richtung. Machen wir ein Stück geradeaus noch. Haben wir auch die Dreierbreite. Ich bin nämlich hier auch, glaube ich, in die Dreierbreite noch gegangen. Ja, das habe ich auf jeden Fall gemacht. Ja, wie kriegen wir jetzt hier gut den Übergang, dass es vernünftig aussieht? Da habe ich wahrscheinlich hier schon viel zu weit gebaut. So wie es aussieht. Aber wir kriegen das schon hin. Dann müssen wir hier nur eine vernünftige Kurve sozusagen hinbekommen. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Kann man doch, denke ich, so lassen. Ein bisschen schöner hätte die Kurve sein können, wenn ich ehrlich bin. Dafür ist sie aber schon hier vorne so ein bisschen missraten. Ja, das sieht besser aus. Doch, hat was gebracht. Also war auf jeden Fall in Ordnung, dass ich es gemacht habe. Sieht jetzt ein bisschen mehr aus wie in einem Guss und nicht so, als ob das nur so eben zusammengeschustert wurde. Hier vorne sieht das von hier oben so aus, als wenn das hier mega angehoben wird. Aber das geht eigentlich. Ist eigentlich alles voll in Ordnung. Aber jetzt haben wir hier schon mal eine Wegverbindung. Das ist gut. Vielleicht können wir hier noch den ein oder anderen Laden mal wieder unterbringen, weil ich glaube, die Gäste brauchen mal wieder was. Eine Wegverbindung nach hier oben wäre natürlich auch nicht verkehrt, ne? Vielleicht können wir hier am Rand so eine Wegverbindung durchgehen lassen. Das wäre eigentlich voll cool. Wartet mal, vielleicht kriegen wir das hin. Dafür müssen wir hier wieder mit dem Glätten-Tool arbeiten. Das dauert halt immer mega lange hier, ne? Ihr seht schon, passiert halt fast gar nichts, gefühlt. So, hier sollten wir eigentlich einen Weg durchkriegen, denke ich.
Und die gute, große Frage ist, was machen wir dann hier hin? Das weiß ich auch noch nicht. Also einen Aussichtsturm könnten wir auf jeden Fall nochmal auf das Eddie-Gehege machen, denke ich. Und vielleicht hier auch noch so einen Weg hoch und sowas. Mal schauen. Aber erstmal sollten wir jetzt gucken, dass wir hier noch Läden hinkriegen. Und dann noch eine Wegabzweigung. Aber die Höhenbearbeitung, die ist halt wirklich anstrengend. Weil du musst halt wirklich immer hier oben anfangen und dann, das ist so ungenau. Und dann kannst du erst so langsam runtergehen. Also ihr seht schon, und da geht so viel Platz verloren. Eieiei, ob wir das gut hinbekommen. Es wird auf jeden Fall lange dauern. Okay, bevor wir jetzt hier den Weg gestalten, würde ich sagen, dass wir uns erstmal hier hinten dieser Fläche widmen. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, hier nochmal einen Ausguck zu machen. Am besten, wenn dann hier, ne? Hier ist, glaube ich, nicht schlecht. Aber das wird hier schon wieder vom Platz her super, super eng, Sachen unterzubringen. Weil ihr seht schon, der Turm ist ja wirklich eins der kleinsten Gebäude, ne? Und er nimmt einfach schon super viel Platz weg. Ich weiß nicht, was wir hier oben sonst noch platzieren können. Das ist das Problem. Also ich kann natürlich jetzt hier so einen Turm machen. Wäre aber schön, wenn wir hier noch irgendwas hinkriegen würden an Geschäft oder sei es sonst irgendwas. Aber ja, das wird super eng und knapp. Gerne so schräg mal bauen, aber das nimmt natürlich noch mehr Platz weg. Leider, leider. Ich weiß auch nicht, ob so dieser Laden der das Beste ist für diesen Bereich hier hinten. Wir glätten hier nochmal ein Stückchen über, dann könnte es passen mit einem kleinen Geschäft. Jetzt gar nicht, ob wir hier noch Fläche rausholen können. Ne, hier geht gar nichts mehr. Boah, ist das alles. Eieieiei. Also so auf so eng noch schön zu bauen, ist super schwierig. Das ist wirklich eine Herausforderung. Der Park wird einfach echt klein werden, glaube ich. Also der wird wenig Gehege haben. Gibt's doch nicht. Jetzt muss ich hier schon schräg bauen, damit ich mehr Platz raushole oder was. Wo kann ich den denn hier nicht platzieren? Ich glaube, ich muss noch ein bisschen mit dem Turmu gleich rübergehen. Funktioniert hier halt hinten und vorne schon wieder nicht. Ich gehe mal so. Und dann gehen wir mit dem Turm gleich noch ein bisschen rüber. Geht nicht anders. Könnte natürlich mit dem Turm auch hier hochgehen, ne? Macht das mehr Sinn? Also eine Vision hätte man sicherlich. Also es geht mir halt nicht um den Kegel hier vorne. Der deckt dann natürlich da nicht mehr ab. Es geht mir natürlich um die Sicht an sich. Also hier haben wir ja zum Beispiel, wenn man hier durchguckt, kannst du halt gut aufs Gehege schauen. Und so möchte ich das halt auch gerne auf der anderen Seite haben. Aber ich bin gerade am Überlegen, was kann man denn sonst noch hier oben platzieren? Wir könnten höchstens zwei Läden hier machen, aber ich glaube, dann war es das hier schon vom Platz. Ich nehme natürlich Läden, die wir noch nicht verwendet haben. Einmal das und einmal das. Weil wir haben, haben wir ja gerade schon geguckt. Restaurant und sowas verwendet. Nur wie platziert man das jetzt, dass man das schön verkleiden kann? Ich schmück erstmal den Laden hier so ein bisschen aus. Vielleicht können wir hier noch was rausholen. Na komm schon. Laden ist komisch von der von den Wegen her, muss ich sagen. Aber das passt schon. Wir flicken uns das hier schon zusammen, denke ich. So dass es gut aussieht. Machen wir mal hier so einen Dreierweg ab. Und dann gefällt mir das mit der Rundung davor. Finde ich gar nicht so schlecht. Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen überarbeiten. Dass wir die Rundung jetzt noch so ein bisschen. Aber wir könnten so eckig machen, das gefällt mir. Ah, das war nicht gewollt. Ah, mit den Wegen ist auch immer echt so eine Frickelei. Aber so geht das eigentlich. Wäre natürlich cool, wenn wir hier das Ganze auch nochmal. Aber dann haben wir keinen Platz, ne? Nee, das würde vermutlich komisch aussehen. Nee, das lassen wir so. Dann hat man hier halt die Mauer dann direkt. Weil hier werde ich dann gleich eine Mauer ziehen, logischerweise, damit man da nicht runterplumpst. Darauf will ich auf jeden Fall achten, dass man das alles einigermaßen safe ist. Dass man überall, wo Abgrund ist, auch eine Mauer hat. Erzählen wir mal so.
Und dann schauen wir mal, dass wir das hier einigermaßen schön hinbekommen. Es wird schwierig. Es wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Das ist auf jeden Fall klar. Aber wir können jetzt hier das zum Beispiel noch nicht platzieren, würde ich sagen. Hier können wir schon mal grob den Weg umführen. Machen wir mal hier eben schon mal unseren Dreier-Einrastpunkt rein. Auch hier. Wir bleiben auf jeden Fall bei der Dreier-Wegbreite. Deswegen mache ich hier immer den Einrastpunkt, dass wir da später keine Probleme kriegen, dass es auch gleichmäßig bleibt. So. Ich glaube, das könnte schon ganz cool aussehen. Also, ist nicht schlecht. Da müssen wir mal natürlich gucken. Ja, das wollte ich nicht. Aber ich hätte sogar in dem Tool bleiben können. So, dann machen wir mal so. Nur einmal, damit wir eine grobe Orientierung haben. Natürlich wäre es schön. Wir könnten jetzt auch so machen. Und den Rest kleiden wir aus. Dann schauen wir mal, wie wir das hinbekommen. Das klappt ja eigentlich bei den Türmen immer ganz gut. Also da mache ich mir keine Sorgen. So, ich habe das hier mit den Wegen schon so ein bisschen vorangebracht jetzt. Das könnte, glaube ich, ganz cool aussehen. Müssen wir uns gleich mal von oben anschauen gemeinsam. Es regnet mal wieder, wie immer. Das ist hier wirklich eine Fummelarbeit, wie ihr seht. Also das dauert immer echt länger, als man denkt, wenn man es hier schick haben will. Weil die Einrastpunkte einfach komplett abspacken an bestimmten Stellen. Und da muss man das wieder löschen, das wieder neu machen. Und solche kleinen Ecken hat man irgendwie trotzdem dann drin. Ich weiß nicht, was das soll. Ich bin ja sehr pingelig, aber ja gut, die Ecken, die kann man halt nicht verhindern. Aber von oben sieht es von der Form doch schon ganz ansehnlich aus. Und jetzt führen wir mal hier den Weg weiter, natürlich mit Rundung. So, hier auch nochmal ein Stück. Dann haben wir das auch. Jetzt ist die Frage, was machen wir hier hin? Hier können wir natürlich auch nochmal den ein oder anderen Laden unterbringen. Aber ich würde fast sagen, dass wir erstmal den Weg hier am Rand entlang weiterführen, sodass der gleich andockt an den anderen Weg. So, ich habe es nochmal entfernt. Habe hier hinten das Ganze so ein bisschen angepasst. Jetzt sieht es aus wie so ein V. Finde ich auf jeden Fall besser. Hier ist der Übergang halt auch noch nicht so nice. Da mache ich, glaube ich, eine. Wir machen das mit so einer Rundung. Ich glaube, so eine Rundung tut schon. Das hilft auf jeden Fall schon, dass es ein bisschen natürlicher aussieht. Ich würde sagen, wir hauen jetzt einfach hier an den Wegrand ein paar Geschäfte. Hier haben wir halt echt noch eine ganz gute. Wir könnten hier ein Gehege hinmachen. Wir haben ja eh schon so wenig Platz. Und dann kriegen wir vielleicht auch heute noch das Gehege hier unter. So ein kleines Mini-Gehege, warum nicht? Das macht vielleicht Sinn, weil wir kriegen eh so kaum Gehege hier unter. Aber das wird dann auf jeden Fall auch wieder ein kleines Pflanzenfresser-Gehege. Wir können es mal probieren. Ich werde mal den Zaun jetzt hier so ein bisschen den Weg entlang schwingen. Und dann gucken wir mal, wie groß es ist. Vielleicht für sowas ganz Kleines, vielleicht Stigimoloch oder Dracorex oder sowas. Und mit den Einrastpunkten ist natürlich hier schon wieder mega nice. Klappt echt gut. So, schon mal gut. Ich glaube, hier müssen wir noch ein bisschen mehr Schwingung reinmachen. Ich will halt nicht so eine langweilige Gehegeform haben. Das ist so ein bisschen gerade der Zweck davon. Wie sieht denn das aus? Ja, warum nicht? Wir müssen uns natürlich schon Gedanken machen, wo wir das Tor hinmachen. Das habe ich hier unten auch gar nicht bedacht, ne? Hier ist ja das Tor. Da brauchen wir eigentlich noch irgendwie einen Weg nach hier oben. Ist natürlich jetzt schon ein bisschen verbaut da, aber was will man machen, ne? Es ist halt alles nicht so einfach. Hier können wir auf jeden Fall das Tor hier hinten machen. Das ist natürlich schon mal gut. Den Zaun könnten wir hier gleich auch noch verbinden. Also optisch ist es natürlich jetzt auch nicht das Allergeilste hier. Mit dem Gehege da oben. Aber was willst du machen, ne? Platz ist kaum vorhanden. Wir müssen den Platz so gut nutzen, wie es geht. Die Bäume werden hier auch immer schlimmer, wie immer. Und diese großen Bäume will ich hier unten gar nicht haben. Aber du kriegst ihn auch nicht weg, ne? Alle Bäume verschwinden. Bis auf der große. Bis der große weg ist, ist der halbe Wald gerodet. Das ist auch wieder der Klassiker. So. Hier kann dann der Jeep noch durchfahren. Hier so am Rand.
Vielleicht sollte ich dann halt auch noch so einen kleinen Zaun bauen. Das würde schon fast Sinn machen. Also hier könnten wir auf jeden Fall die Zäune dann noch verbinden, so ein bisschen. So dass wir hier die Schwingung ein bisschen ausnutzen. Und dann geht das ineinander sozusagen über. So, und dann hat man hier ein Gehege. Wird ja auch nur ein kleines Gehege. Wenn wir das jetzt noch gestalten, könnten wir es sogar diese Folge heute noch schaffen. Da Dinosaurier auszubrüten. Da muss ich aber gleich nochmal in die Kommentare schauen, bevor ich das mache. Ihr hättet nämlich auch schon einige kleine Dinosaurier vorgeschlagen. Mal schauen, welche wir dann nehmen könnten. Machen wir mal hier so ein etwas... Das ist halt auch immer schwierig, das Wasser zu formen, ne? Weil, guckt euch mal das Tool an, wie riesig das ist. Das ist einfach, also für feine Arbeiten absolut ungeeignet. Was echt schade ist. Machen wir mal so den Wasserbereich. Das gefällt mir. Jetzt die Bäume dürfen wir auch wieder nicht zu viel machen, aber auch nicht zu wenig. Einen Baum würde ich hier gerne reinkriegen, geht aber nicht. Auf jeden Fall wird hier ein Pflanzenfresser reinkommen. Also für Fleischfresser ist das einfach zu nah an den Wegen und zu nah an den Gästen. Das wäre einfach viel zu... Ey, komm! Bäume-Tool, ärger mich nicht. So, wir lassen das jetzt so. Ich würde es auch noch gerne hier so ein bisschen hügeliger machen, das Gehege, aber das werden wir nicht hinbekommen hier mit dem Wasser und so. Das sieht aber eigentlich jetzt ganz gut aus hier, oder? Dann haben wir so die Ecke nochmal genutzt mit einem kleinen Gehege. Das ist, denke ich, eine gute Alternative. Dann haben wir wenigstens hier noch ein paar Dinos untergebracht. Ein Futterspender fehlt natürlich noch. Ansonsten habe ich, glaube ich, schon alles. Den packen wir am besten. Wo packen wir den hin? Wollen wir den hier vorne in die Ecke packen? Eigentlich cool, ne? Wenn die dann hier essen. Oder halt hier hin. Hier macht wahrscheinlich mehr Sinn. Machen wir den hier hin. Und damit haben wir das Gehege fertig. Und dann schaue ich mal kurz in die Kommentare und dann gucken wir mal, was wir ausbrüten. So, ich habe mir die Kommentare ein bisschen durchgelesen. Und ich habe gesehen, dass sich jemand Paras wünscht. Und ich frage mich gerade, ob das Gehege denn groß genug ist für Paras. Ich glaube, wenn wir da so 4 Paras reinmachen, das sollte eigentlich gehen, oder? Ich bin halt echt am Überlegen, ob das dann nicht zu klein aussieht. Aber nee, warum nicht, ne? Paras sind jetzt, glaube ich... Die sind eigentlich sehr anfällig, was soziale Kontakte und so angeht. Aber ich glaube, was große also Gehegeflächen angeht, sind die gar nicht so schlimm. Deswegen würde ich fast sagen, dass wir Paras machen. Aber dafür muss ich natürlich erstmal da hinten eine Wegverbindung schnell schaffen. Das machen wir mal eben gemeinsam. Klatsche ich jetzt auch erstmal so alles hin. Das wird eh gleich wieder oder bald wieder abgerissen. Und unsere beiden Polarkantusse. Kantusse? Ich habe es immer noch nicht gecheckt. Ist das die Mehrzahl? Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Dem auf jeden Fall wieder wunderschöne Namen von euch bekommen. Ihr habt wieder so viele Namensvorschläge geschrieben. Und es tut mir immer sehr leid, dass ich euch nicht alle rannehmen kann. Aber es geht leider einfach nicht, Leute. Seid bitte nicht böse, wenn ihr es... Oder traurig, wenn ihr es nicht geworden seid. Dieser gold-gelb-braune hat den Namen Tank bekommen. Den hat er von Sir Attila bekommen. Vielen, vielen Dank, Sir Attila, für deinen Kommentar. Du bist jetzt hier im Park vertreten und bist sogar das Alpha-Weibchen, so wie es aussieht. Irgendwie finde ich Polarkantusse echt cool. Ich weiß nicht, warum ich die so selten gebaut habe. Die sehen echt nice aus. Gefallen mir. Und der andere hat den Namen Brownie bekommen. Den hat er von... Der sieht nochmal eine Nummer cooler aus. Den hat er von Nadine bekommen. Nadine, auch vielen Dank an dich. Du bist auch hier in dem Mountainpark vertreten. Und da seid ihr beide. Könnt jetzt hier in Ruhe grasen mit euren Gefährten, den Edmontos. Und ich finde unser Erstgehege schon echt cool. Und 5 Dinosaurier für das Gehege ist, glaube ich, echt nicht verkehrt. Ich glaube sogar einer mehr oder 2 mehr hätten es auch jetzt nicht so schlimm aussehen lassen. Aber das passt schon, denke ich. 5 Dinosaurier für die Gehegegröße ist schon in Ordnung. Und jetzt sollte hier eigentlich alles fertig sein. Und wir machen jetzt 4 Paras, würde ich sagen. Und zwar in unterschiedlichen Farben. Schauen wir eben, dass ich hier einmal gucke, welche es gibt. Die Paras haben auch sehr, sehr schöne Skins. Und ist auch ein ganz toller Dinosaurier. Mag ich sehr gerne. Und deswegen... Oh, wir haben hier sogar schon noch ganz viele Mods drin. Das ist gut. Wir machen... Ich würde sagen, wir machen einmal... Wobei der normale Paraskin sieht auch cool aus, ne? Ich wähle hier mal ein paar aus und dann lassen wir die gleich gemeinsam frei.
Während die Paras brüten, möchte ich mich eigentlich gerne nochmal um diesen Bereich hier kümmern, dass wir hier hinter noch eine Mauer bekommen. Aber mir ist mal aufgefallen, wir haben diese Folge irgendwie gar nicht viel geschafft. Ne? Wir haben das hier geschafft. Na gut, den Berg haben wir ordentlich angehoben und den Bereich hier hinten haben wir gebaut. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es im Schnitt sein wird von der Länge her, aber ich denke mal, das wird ausreichen. Ich versuche halt immer so um die 30 Minuten hinzubekommen. Ist nicht immer so einfach einzuschätzen. Aber wir schauen mal, ne? Wenn mal eine kürzer oder länger ist, ist ja auch nicht schlimm. Zu lang ist halt auch nicht gut. Zu kurz ist, finde ich, auch nicht gut. Aber ich versuche immer mein Bestes, das einigermaßen hinzubekommen, dass es gleichmäßig ist. Wie nah kann ich denn hier rangehen überhaupt? Ja, wir machen mal den Einrastpunkt genau hinter dem Stationseingang. Glaube ich, ganz nice. Machen wir einfach so erstmal eine Mauer hinter. Und dann können wir hier einfach eine Verbindung schaffen. Dann sollte sich das Problem hier schon gelöst haben. Also viele Fans würde ich da gar nicht machen. Aber vielleicht können wir hier nochmal ein bisschen anheben, das Ganze, weil es ist ein bisschen abgesackt da, oder? Oh, das ist aber, jetzt habe ich es in die falsche Richtung gemacht. Ich wollte eigentlich so machen. Ah ne, hier geht gar nicht weiter. Dann glätten wir das Ganze über, sodass wir hier ein... Was war denn jetzt mit der Kamera los? Sodass wir hier einen guten Übergang bekommen. Das passt, denke ich. Hier ist es halt überall noch nicht ganz perfekt. Aber es muss ja auch nicht ganz perfekt sein, ne? Es ist ja immer noch Natur so ein bisschen und dann so ein bisschen... Dass es so ein bisschen hügelig ist, ist gar nicht verkehrt. Das sieht ja eigentlich schon ganz nice aus hier, ne? Wenn die Leute hier lang gehen. Jetzt haben wir hier das nächste Gehege gebaut. Haben den Platz ganz gut genutzt. Die Paras sind jetzt alle vier fertig geworden. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an, die freizulassen. Fangen mit dem Standard-Skin an. Der sieht auf jeden Fall immer gut aus. Mag ich sehr gerne. Paras sind toll. Ich hoffe, die sind nicht zu groß für das kleine Gehege. Zur Not müssen wir den nachher noch umsiedeln, wenn das nicht aussieht. So, da ist der erste. Lassen wir gleich den zweiten frei. Savannenmuster. Oh, wie er guckt. Skin sieht man gerade gar nicht so gut. Ich glaube, das ist der helle Skin, der mit so ein bisschen blau. Können wir gleich sehen? Ja, genau, das ist der helle Skin mit so ein bisschen bläulich drin. Auch sehr cool. Wir müssen uns natürlich beeilen, weil die haben da kein Essen trinken. Oh, welcher Skin war das denn jetzt? Habe ich gerade nicht drauf geachtet. Ging so schnell. Hört auch gar keine Musik. Ich habe es kaputt geglitscht. War zu schnell. So, gucken wir uns das eben so an. Das ist der grüne Skin, der ist auch toll. Der Schreiter. Und das ist folgender Skin, das schauen wir mal eben. Waldlandmuster, genau, hätte ich mir auch denken können bei grün. Und der letzte, das ist Sumpfmuster. Ich glaube, das ist der gelbliche. Ja, das ist der gelbliche. Da haben wir ganz tolle Farbkombination und Muster. Alles verschiedene Farben. So habe ich es mir vorgestellt. Sehr gut. Die kann man auf jeden Fall in jeden Park packen, finde ich. Ist echt schön, ne? Wie die Farbmuster sich unterscheiden. Rot, blau, grün, gelb. Könnten die Teletubbies sein. Aber die Teletubbies sind ja die Oloro Titans. Wir haben ja auch bei der Dingsstation noch gar keine Aufgabenverteilung. Ich bringe die auf jeden Fall jetzt mal eben ins Gehege. Und dann sehen wir uns, wenn sie landen. So, da kommen sie geflogen, unsere Paras. Wir gucken gerade mal aus der Besucherperspektive hier vom Zaun, wie das dann aussieht. Gefühlt haben wir gar nicht so viel diese Folge geschafft. Ich habe halt sehr viel rumprobiert und ich habe auch wieder viele Sachen gelöscht, aber das habe ich wahrscheinlich alles für euch rausgeschnitten. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Denkt auf jeden Fall daran, für die Paras, die jetzt hier landen, die vier Stück, schöne Namensvorschläge wieder in die Kommentare zu schreiben und mit etwas Glück seid ihr dann hier in meinem Mountainpark verewigt. Da landen sie. Schauen wir doch mal. Boah, das ist doch ein ganz schöner Anblick, ne? Wenn man hier so am Zaun steht. Kann man sich die Paras angucken. Guck mal, der kommt direkt zum Zaun gerannt. Ist das nicht schön? Da sind sie auf jeden Fall gelandet. Wir gucken uns das Ganze nochmal aus der Top-Down-Perspektive an. Wie komme ich denn am besten hoch? Ja, dieser Kameramodus ist sehr gewöhnungsbedürftig. Aber man kann da wirklich schöne Aufnahmen mitmachen. So sieht das Gehege aus. Ich weiß nicht, ob dieses Geschwungene da hinten mir so toll gefällt. Vielleicht überarbeiten wir das beim nächsten Mal auch noch. Aber ich denke, die vier Paras hier sind... Ich weiß nicht, ob die zu groß sind, aber das geht eigentlich, ne?
Also ich denke, für das Gehege sind die völlig in Ordnung. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ob die nicht zu groß für das Gehege sind, ob die zu wenig Platz haben. Ich glaube aber, das ist in Ordnung. Ihr könnt es ja mal schreiben. Zur Not siedeln wir die halt um. Müssen wir dann mal gucken. Ansonsten haben wir hier den Bereich gemacht. Dann hier hinten, das haben wir noch gar nicht fertig gemacht. Das ist mir gerade mal aufgefallen. Hier haben wir nur so weit gemacht. Das müssen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall noch fertig machen. Und natürlich hinten den Industriebereich haben wir gemacht. Der hat natürlich auch ein bisschen Zeit gefressen. Aber immerhin haben wir den jetzt auch soweit fertig. Und falls euch das Projekt gefällt, lasst ein Like da. Schreibt gerne Vorschläge und Ideen in die Kommentare. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Euer Dandy.